Drei Dinge, die ihr von Harry Kane lernen könnt und die dem FC Bayern gefehlt haben. Aspekt Nummer 1, Harry Kane ist ein klassischer Mittelstürmer, bedeutet, er hält als Mittelstürmer wirklich die Zentrale. Trotzdem ist er ein Stürmer, der am Spielgeschehen teilnehmen will, sodass er sich auch mal ins Mittelfeld fallen lässt, um dann die Bälle zu verteilen. Zweiter Aspekt, wenn er angespielt wird, stellt er seinen Körper dazwischen, versucht sich 1-2 Meter Platz zu schaffen, sodass er auch außerhalb vom 16er sehr gefährlich ist. Jedoch immer noch der wichtigste Aspekt als Mittelstürmer, die Torgefahr im Strafraum. Er hat immer wieder kurze, explosive Antritte in die freien Räume, sodass er die meisten Abschlüsse mit dem ersten Kontakt hat.